Der Herr Nehammer sagt, die Sanktionen bleiben selbstverständlich. Einige Landeshauptleute oder Leute, die gern Landeshauptmann werden wollen, sagen das Gegenteil. Also es ist also ein bisschen schwierig und verwirrend. Und es sollte mal in der ÖVP hier eine Meinungsbildung stattfinden, finde ich. Aber das Grundproblem, das wir in diesem Zusammenhang haben, sind ja nicht so sehr die Sanktionen per se, sondern ist die Situation, dass die Bundesregierung nie etwas unternommen hat, um diese möglichen Wirkungen, die hier entstehen können, auch irgendwie abzufedern. Die Preissteigerungen, die Inflation, das wurde ja alles ignoriert. Und jetzt stehen wir vor der Situation, dass Österreich viel, viel schlechter dasteht als andere Länder. Und das ist meines Erachtens das Hauptproblem. Nicht so sehr dieser Wirrwarr in der ÖVP, ja, den gibt's. Aber es muss endlich einmal was passieren, dass es den Menschen in Österreich wieder besser geht.